Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind hier noch bei unserem Düngerfreund. Der darf jetzt hier einmal düngen, er düngt auch. Er ist angekommen am Hafen. Ist die Frage, wo standen nochmal die Päckchen? Jedes Mal suche ich auf Säue. Das schon angenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Dann kann das ja nichts werden. Okay, einer hat durchdrehende Reifen, da gucken wir gleich mal. Gucken wir erstmal, wo der hin soll, der Driss. Dahin. Heißt, wir können ihn einfach zum Saatgut zu füllen fahren lassen. Er hängt in der Mauer. Aber das war ganz knapp. Hier wollten wir uns ja mal anschauen, was jetzt das Problem eigentlich da unten ist. Fahren wir mal eine Runde mit ihm mit. Er ist ja eh gleich fertig. Hier könnten wir auch eine Auffahrt machen. Wie viel hat er denn noch auf Feld 4? Oh, 2% nur noch. Komm, die 2% haben wir doch fix gemacht. Na komm, muss es doch jetzt mal fertig sein.
Aber er hat doch hier eine Verbindung. Warum, was hat er denn für ein Problem da? Sieht doch gut aus. Komm mal her, machen wir mal eben fertig. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was er hier hat. Ja, du bist doch richtig. Egal. Na komm, jetzt. So. Völlig Schiss. Oh. Hier müssen wir selber hinfahren. Aber ja. Ja. Was machst du denn da, Rayon? Bitteschön. Er ist gleich fertig. Er hat die Lieferung dabei. Die müssen wir hier hinten abgeben. Also erstmal Gurt lösen. Nee, das war wieder falsch. Irgendwie drücke ich heute mal die falsche Tasten an. So. Und von der Reifeisen zum Campingplatz. Na, da sind wir ja gleich hier. Denn da ist es. So, da müsste sich der kleine Unimog schon bald bezahlt haben, gemacht haben eigentlich. Campingplatz. Wird der schon irgendwo drunter gespeichert? Missionsziel. Campingplatz. Auf geht's. Auch fertig. Ja, kein Zugang zu diesem Land. So. An den lassen wir gleich mal Dünger auffüllen fahren. Füllen Dünger und los geht's. Na, allzu lange braucht er hier aber auch nicht mehr. Ja, der ist dann gleich wieder leer. Bin ich mal gespannt, ob das diesmal funktioniert. Ja. Nein. Da wollte er den Deich mit einsehen, das wollen wir aber nicht. So, komm, sieh zu, dass du fertig wirst.
Putze ich wieder einen Krumm hier. Egal, fertig wird er auch noch. Ja, die Hälfte des Saatguts schon verblasen. Da brauchen wir dann auch noch mal. Jetzt müssen wir hier erstmal. Erstes Aircard. Und dann die Sandmaschine. So, und der sollte. Ist fertig, ja. Tschüss. Achtundvierzig, naja, Sojabohnen. Ja, dann fahren wir doch mal das Saatgut holen. Transportmission ist auch fertig. Ja, ich befürchte, ich muss dann das Spiel leider mal wieder ein bisschen laufen lassen, dass die Sachen alle fertig sind. Beziehungsweise gucken wir mal, dass wir so viel wie möglich sehen davon, was die tun. Und ich werde dann für neue Missionen wahrscheinlich wieder ein, zwei Mal speichern und neu starten müssen. Das ist ja leider so ein kleines Problem bei Seasons. Mal. Vielleicht ist auch für den Tag nichts mehr zu tun. Dann spulen wir halt den Tag durch. Da kommt gerade der Kollege. Okay, anscheinend wird das so nix so rum. Drehen wir hier mal eine kleine Runde. Gucken, ob ich jetzt kaufen kann, müsste ich eigentlich. Ja, jetzt kann ich auch kaufen. Ja, Saatgut bitte. So, klappen. Den Heini befüllen wir da gleich mit Dünger. Ach, da kommt einer, sich automatisch befüllen anscheinend. Okay, das hat wohl funktioniert. Bin ich mal gespannt, ob der dann noch weitermacht.
Ja, ich wollte jetzt die Tage hier noch ein Web-Update machen. Und ich wollte den Global Market hier auch setzen. Müssen wir mal gucken, wo wir den hinsetzen. Direkt auf dem Hof ist wahrscheinlich ein bisschen lame, obwohl könnte man auch machen. Muss ich nur gucken, wie rum ich den da hinsetze und wohin. Ja, 6 ist auch fertig. Ich schaue meine Kollegen hier schon mal an den heran. Und ich muss leider sagen, es ist schon wieder vorbei. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne mal auf Twitch bei unseren Streams vorbei. Komplette Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Montagabend und Dienstagabend sind wir live. Wochenende immer morgens, am Freitag schon nachmittags. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.